Jeden Tag produzieren Menschen unvorstellbare Mengen an Daten. Arbeitsprozesse werden digitalisiert und damit auch die Dokumente, mit denen gearbeitet wird. Auch in den Geisteswissenschaften wird heutzutage vermehrt auf digitale Arbeitsmethoden zurückgegriffen. Historische Quellen oder Objekte werden digitalisiert. Doch wer ist eigentlich dafür zuständig und wie kann man das lernen? Im Masterstudium Digitale Geisteswissenschaften lernen Studierende, welche Vorteile digitale Arbeitstechniken für geisteswissenschaftliche Forschung haben und wie solche umgesetzt werden. Die technischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben zur Entstehung eines neuen Forschungsparadigmas geführt. Digitale Geisteswissenschaften, Digital Humanities, forschen und lehren an der Schnittstelle von Geisteswissenschaften und Informationstechnologien. Die Anwendung computergestützter Methoden bietet neue Möglichkeiten der Erschließung und Auswertung wissenschaftlicher Quellen und verändert die Vorgehensweise der geisteswissenschaftlichen Forschung. Konkret umfassen die Lehrmodule zum Beispiel Basiskenntnisse der Informatik, fachspezifische Methoden, Datenformate, Beschreibungsstandards, Webtechnologien, Datenbanken, Programmiersprachen und Visualisierung. Es werden unter anderem vertiefte Einsichten in die informationstechnische Formalisierung, Modellierung, Analyse, Verarbeitung und Verwaltung von Kultur- und geisteswissenschaftlichen Daten und Quellen vermittelt. Die Datenverarbeitung mit Hilfe der sogenannten X-Technologien um XML stellt einen Kernbereich in vielen Anwendungsszenarien in den digitalen Geisteswissenschaften dar. Doch die Digital Humanities sind viel mehr als das. Aufgabengebiete der digitalen Geisteswissenschaften umfassen zum Beispiel das Generieren von Daten. Hier sieht man ein Beispiel mit der Transcribus-Software, die zur automatisierten Transkription historischer Quellen dient. Das Präsentieren von Daten, zum Beispiel sehen wir hier Projekte in der GAMS-Infrastruktur, wobei Webansichten auf XML-Daten generiert werden. Das Langzeitarchivieren, also zum Beispiel die Verwendung des XML-Datenformats, das sich dazu sehr gut eignet. Aber auch das Auswerten von Daten, wie zum Beispiel die quantitative Textanalyse. Das Studium richtet sich an interessierte Studierende mit einem geistes- oder kulturwissenschaftlichen Bachelorabschluss, die zusätzlich zu dem Fachwissen aus ihrem vorangegangenen Bachelorstudium Werkzeuge zur digitalen Nutzbarmachung ihrer facheinschlägigen Fähigkeiten aneignen möchten. Es werden, abgesehen von genereller Computer Literacy, weder spezifische technische Vorkenntnisse verlangt, noch gibt es weitere Zulassungsvoraussetzungen. Eine gewisse Affinität zu IT-geschützten Arbeitsweisen ist jedoch sicherlich von Vorteil. Viele Studieninteressierte fragen sich, wie technikaffin muss man für dieses Studium sein? Hier sollte man sich in Erinnerung rufen, dass es dabei darum geht, technische Anwendungen für geisteswissenschaftliche Forschung zu entwerfen. Dies geht von der Datenmodellierung, also XML und Standards, über Webdesign, HTML, CSS, JavaScript, bis hin zum Research Software Engineering, zum Beispiel in Python oder Java. Es steht jedem frei, sich selbst zu überlegen, auf welcher Seite des Spektrums man sich ansiedeln möchte. Allerdings müssen im Studium natürlich aus allen Bereichen zumindest Grundkenntnisse erworben werden. Im Beispiel sieht man, wie der Text zu Frankenstein aus dem Projekt Gutenberg heruntergeladen wird und ein paar Operationen der quantitativen Textanalyse durchgeführt werden. Teil der Arbeit ist auch Kooperation und Vermittlung zwischen Technik und weniger technikaffinen Usern oder Contributern. Programmierung und Kennenlernen der technischen Hintergründe hinter EDV-Anwendungen gehören zumindest zu einem gewissen Teil auch dazu. Wer möchte, kann sich hier vertieft spezialisieren. Digitale Geisteswissenschaftlerinnen finden ein Berufsfeld im universitären Kontext, sowohl an Zentren und Forschungseinrichtungen mit Schwerpunkt Digital Humanities, als auch im Kontext traditioneller geisteswissenschaftlicher Forschung vor. Weitere Arbeitsfelder sind zudem die Konzeption, Umsetzung und Dissemination von Projekten im Rahmen der Wissenschaftskommunikation oder die Vermittlung von geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnissen und digitalem Kulturerbe. In Bibliotheken, Archiven und Museen arbeitet man sowohl an der Digitalisierung von Kulturerbeobjekten als auch an deren wissenschaftlicher Erschließung. Die Verbindung zwischen Geisteswissenschaften und Informatik bietet auch Möglichkeiten in der Kreativwirtschaft, in Medien- und ICT-Unternehmen sowie in Arbeitsfeldern mit Fokus auf Kommunikation und Beratung, also die Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen.